Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von, einer neuen Staffel von New Witcher. Das ist eine ganz neue Map und da habe ich mir gedacht, spielen wir, also kommen alle paar Tage ein paar Videos hier. Aber ich würde sagen, Hof Bergmann kommt hier jetzt öfters auf meinen Kanal. Und ja, merkst du, diese Map ist sozusagen, ist eine ganz Standard-Map. Ihr könnt mal den Überblick sehen. Scheune, Hafenspeicher, Baden-Silos, so Rahmensägewerk, Haltespeicher und das alles. Und ja, ich bin da. Sind nur so ein paar Felder. Hä, hey, warum denn keine? Warum sind denn nicht benannt? Wartet mal. Ah, die Map wird noch weiter gebaut. Und da kann man auch nicht dran, das so. Warum? Egal, und ich habe gesehen schon, dass bei uns ein paar Felder drauf sind. Einmal zwei Graswiesen, das Dreier, also das Dreier und 23er, glaube ich, war das. Also ne, Dreier und 17er. Und unser Zweierfeld, wo gestern gebaut ist. Und würde ich sagen, das landet gleich mal. Das ist so eine halbe Minute. Ich hab mir mal auf hier. Das kann man nicht gleich so stehen lassen. Angucken. Fahren wir kurz vor. Jetzt ist alles genug. Perfekt, dann kommt er voll hoch, voll schnell. Deine 20er Feld ist jetzt zwar nur zweimal gedünnt, oder wie? Perfekt. Oh, der Desienten-Kolben ist super. So, leider, sorry. Ich muss mal kurz Zeit aufstellen. Hab ich vergessen. Oh nein. Perfekt. Jetzt will ich gut stecken gehen, oder was? Wie viel Meter ist für cool, das ist so weit. Aber hier kann ich eine voll umbauen, weil hier jetzt nur Kabine offen genommen einmal. Weil ich finde das eigentlich ganz nice aus. So es geht. Oder es gibt Kabine mit Glas oder es gibt ohne Kabine auch. Aber ich glaube so hat schon ganz fresh aus. Ich glaube auf dem Schneidwerk habe ich eh ein Video. Wartet. 5,5 Meter ist eh übelst viel, glaube ich. Ja, es ist übelst viel, weil auf Dorf Bergmann bin ich nicht mehr, glaube ich, 6,6 Meter, glaube ich. Aber, also Leute, was ihr vielleicht noch nicht wisst über die Map, ich habe ja sogar zwei Höfe halt. Zumindest glaube ich ja der Haupthof, da habe ich bis jetzt einmal Kühe und Hühner und hier oben habe ich Schweine und Schafe.
CD geradeaus vor mir ist das Schweineding, Schweinehof, Schweinehof, Schweinestall. Und da unten, wenn ihr das erkennen könnt, zwischen Roten und Rotenhalle und Schweinestall, ist der Schafstall. Das erkennt man nicht sehr gut. Also hier ist Schafherde, ja. Hier ist der Shop auch noch, falls du ihn interessiert. Und was für mein Ziel hier wäre? Also Leute, was könnten jetzt nicht sie für ein Feld kaufen? Also jetzt mal nur vorplanen, weil Plan ist immer gut. Sansa? Oder das hier ist vielleicht noch ein bisschen günstiger. Ich habe hier noch 150.000 Schulden, habe ich glaube ich keine mehr. Also habe ich keine. Also könnten wir uns eigentlich theoretisch sogar vielleicht kaufen, aber mal gucken. Wie wir das machen. Weil ja, wahrscheinlich haben wir jetzt hier Lust mit einem Kamerafutz von mir aus. Egal. Warte schon hoffentlich. Ah, geht schon offen, wenn man sowas qualifiziert. Ah, jetzt ist es schon flacher. Ah, ich glaube, jetzt wird es eh besser. Ah, perfekt. Aber hier so gerade, Mann. Was ich hier alles habe. Alle? Ja, Mann. Wahrscheinlich. Krass. Sehr schön geworden mit Stroh, links wohl daneben, weg. Da hinten das Feld. Muss eigentlich nur aufpassen, 21er, dass da kein Unkraut drauf kommt, weil sonst wäre es dann perfekt, weil hier habe ich dann gleich auf dem Feld Weizen noch oben. Das wäre perfekt. Jetzt könnte ich mir dann auch meinen Hühnern geben oder so. Ja, perfekt. So, jetzt sich nochmal ganz eingeschlagen. Ja. 5,5 Meter geht es sehr gut. Finde ich. Na, 5,5 Meter ist es nicht. Nicht viel, es geht so krass. Also es geht, es passt, finde ich. Brauchst nicht mehr und nicht weniger. So. So, ich hoffe, das ist so. Rausschalten vielleicht. Na, da geht's noch einfacher. So, und los geht's. Und dann das ganze Strom auf den Feld wieder einmal zu Point pressen, weil ich will mir dann, glaube ich, fürs erste einmal Kühe einstellen. Und für die Kühe brauche ich dann Strom und dann ganz wichtig noch Silage. Silage. Stimmt, Leute, ich habe keinen Ballen mehr. Oder? Ich habe einen Ballenwickler am Hof. Wenn ich voll bin. Ich glaube, ich habe keinen Ballenwickler.
450.000. Da kann ich mal leider vorführen, dass ich nicht extra tragen muss. Muss ich mal Bäume mitverkaufen, ich glaube, ich hoffe nur an. Kostet 50.000. 54.000. Allein, ich brauche den. Ich habe eine 4-Gelbe Bankpass. Warte, wie wäre es eigentlich mal mit einer Hofvorstellung? Ich fange jetzt gleich an zu crashen, aber dann zeige ich gleich mal eine Hofvorstellung. Sorry, Leute. Ich habe auch gar keine Hofvorstellung. Warte, ich mache mal kurz voll. Stellen mal ab, Wasser oder also hier ist wir jetzt mal am Kuhhof hier und Hühnerstall und hier habe ich hier mein Grasmähwerk, also hier so Front und so seitlich eins mit einem Setup 6,8 Meter glaube ich so ungefähr. Hier habe ich mein Fendt und hier habe ich auch noch so eine Düngerstreuer, da geht Karl Koch an, finde ich eigentlich ganz toll. Hier habe ich noch Halle, da ist nichts drin. Oh Mann. Hier habe ich auch noch eine Halle. Hier sehen einen Container mit irgendwas. Hier ist so eine Einfahrt. Hier ist eine Einfahrt und Ausfahrt halt. So, dann ist hier mein Kuhstall. Dann habe ich noch hier das Milch abholen. Hier die Tiere rein tun und das hier Mist. Und ja, also ich habe beide Höfe so aufverteilt. Hier habe ich noch einen Schwader. Ja, mein Leute, wie heißt Ladewagen, ja sorry. Und hier meine Palmpresse. Wie gesagt, das ist halt eine viereckige Palmpresse. Und hier habe ich noch einen Traktor von mir, ein Gewicht. Und sonst hier habe ich noch einen Leerstandteil und hier können wir immer noch was hinplatzieren. Der Red Pep ist mal offen. Habe ich auch noch alle, ist aber nichts dran, weil ich habe auch beide Höfe aufgeteilt. Hier ist dann noch Hühnerstall. Das war's mal für den Hof. Dann hat man sogar einen Schweinstall, perfekt. Aber das ist, glaube ich, hier ungefähr dasselbe wie beim Kuhhof. Beim Kuhstall. Ist auch wieder selbe Prinzip. Selber aufgebaut, hier Seesfeld, habt ihr schon mitbekommen. Hier habe ich einen Steier mit einer Seemaschine 4 Meter. Dann hier eine Unkrautspritze, hier ist der Eingang so. Hier geht es runter zu meinem Schafstall. Schafstall, ja. Und hier habe ich noch so eine kleine Halle hier und hier habe ich noch einen Pflug, einen groben und einen tiefen Locker. Und den Anhänger halt und schon hier. Und ja, das war eigentlich schon alles. So. Erfolgreich. Also wir stehen geblieben. So. Starten wir dann mal schon hier. Machen wir eine Kurve. Den schon mal ausstellen wieder und außerdem dann werden wir gleich zum Metro-Schild einsteigen. Gehen wir jetzt nicht herum. Ah, mein schon perfekt. Ich werde den schon mal wieder starten. So, zu ist. Dann können wir dann weiter verstehen.
hab's kurz danach nochmal geschaut, aber ich glaube, das ist was. Sollte hier nichts passieren. Schon eine Stunde lang schon sprechen hier. Ja. Perfekt. Leute, wenn ich mit dem Grasmann anfangen würde, glaube ich, ja, mal warten, dass alle Felder hier antreffen, weil ich kann ich gleich hinein durchfahren. Oder? Also, wartet. Grasmann muss ich anstellen. Sind noch in der. Da die beiden werden in der ersten. Na, da könnte ich die zwei schon. Doch. Könnte schon bin, weil sonst muss ich dann schon ein bisschen länger warten, aber bevor wird das Feld hier mal gepflügt. Weil ich glaube, es muss nur gepflügt werden hier, oder? Vor allem im Flurgumme. Und dann bin ich gleich mal. Und nach dem Handbank bin ich auch nochmal. Perfekt. Alles ist perfekt. Aber ist schon wieder gut was drin, Mann. Probe damit. Na Leute, ich habe einen Tieflok unten im Flug. Der Tieflok hat 4 Meter und der Flug hat aber nur 2,5 Meter. Mit Wasser fliegen, ich weiß nicht. So ist. Schneller geht es natürlich um die Flocken, aber. Weiß nicht. Wie viel Geld will ich bekommen, wenn ich im Flug verkaufe, zum Beispiel? 10.000. Okay. Also, Leute, machen wir einmal dieses Flug mit. Dieses Flug. Dieses Feld mit dem Flug, aber wenn es wirklich so lange dauert, zum Beispiel 2-3 Folgen. Der Flügen dauert schon ein bisschen. Was ich weiß. Vor allem mit 2,5 Meter. Dann verkaufe ich den Flug und nehme den nur, ja, den. Yes. Fällt der Name gar nicht an. Boah, was der. Weil, wisst ihr, was mir gerade nochmal auffällt? Garantiertransport auch nicht, der Mann. Alter. Das war's ja komplett. Ah ja. Der rutscht da rein, ne? Rutscht ist das Zeng? Weiß nicht, ob man das Zeng hat wirklich, aber. Aber wird er nicht rutscht. Mal, der Bremsen hat nicht so gut funktioniert, oder was? Das ist schon wieder was schlimm.
So Leute, dann muss ich auch mal sagen, was zu dieser Folge. Wir sagen, ciao.